Virtual Racing School, Major's Garage, Coach Dave Academy, Quake Setup Shop, Apex Racing Academy, iRacing Baseline Setups, Pure Driving School, Assetto Corsa Competizione Presets, VirtualRacing.org Setup Thread, McConey Setup Shop. Ich bin kein Marktanalyst, aber Setups im Simracing scheinen sehr gefragt zu sein. Grund genug, sich mal selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ein gutes Setup macht den Unterschied zwischen dem und dem. Mein Name ist Florian Denzler. Ich bin Fahrer beim Haupt Racing Esports Team, Instruktor bei Driver 61 und mit Simracing Unlimited das iRacing Nürburgring 24-Stunden-Rennen gefahren. In dieser Videoserie zeige ich dir, wie du im Simracing dein eigenes Setup baust. Zuerst müssen wir uns aber die Frage stellen, warum gibt es nicht das eine perfekte Setup? Um dies zu beantworten, begeben wir uns nach Frankreich zur legendären 24 Stunden von Le Mans. Die Strecke besteht aus einigen sehr langen Geraden und einem kurvenreichen Abschnitt. Auf den Vollgaspassagen brauchen wir einen flachen Heckflügel, damit wir so wenig Luftwiderstand wie möglich haben. In den Porsche-Kurven hingegen ist maximaler Abtrieb das Mittel der Wahl. Im Verlauf der 24 Stunden müssen wir in unterschiedlichen Witterungsbedingungen fahren. Dies hat wiederum unterschiedliche Effekte auf den Reifen. Unterschiedliche Temperaturen beeinflussen die Reifenwahl und den nötigen Reifendruck. Daher ist ein Setup im Simracing, aber auch im echten Motorsport, immer ein Kompromiss in jeglicher Hinsicht. Aber wie entscheiden wir nun, welcher Kompromiss und somit welches Setup denn nun das Beste für uns ist? Einfach eines von den Setup-Herstellern von vorhin kaufen und damit fahren. Ja gut, kann man machen, muss man aber nicht. Viel besser wäre es, ein vorgefertigtes Setup für dich selbst oder dein Team zu optimieren. Am allerbesten baust du dein Setup sogar komplett selbst auf. Öffnest du den Setup-Bildschirm in deiner Lieblingssim, wirst du von Zahlen und Namen förmlich erschlagen. Vom Reifendruck über die Anti-Rollbars bis hin zum Heckflügel ist alles dabei. Aber keine Sorge, in dieser Videoreihe erkläre ich dir Schritt für Schritt alle wichtigen Setup-Skills und Hacks. Fangen wir heute also mit den Einstellungen an, die ihr in jeder Sim und in nahezu jedem Auto braucht, um schnell zu sein. Eines dieser essentiellen Tools ist der Brake Bias, zu Deutsch Bremskraftverteilung. Dieser Wert gibt an, wie stark die Vorderreifen in Relation zu den Hinterreifen abgebremst werden. Wer schon einmal auf ein Motorrad gebremst hat, wird wissen, wie viel effektiver das vordere Rad im Vergleich zum hinteren abbremsen kann. Mein damaliger Fahrlehrer sagte mir, ich soll zu Beginn nur mit der Vorderradbremse arbeiten. Die würde 80% der Arbeit erledigen. Grund dafür ist die Trägheit des Fahrzeugs. Drücken wir auf das linke Pedal, taucht die Front des Autos ab und das Heck erhebt sich. Wir können uns also vorstellen, dass die vorderen Reifen stärker auf den Boden gedrückt werden als die Hinterreifen. Im Simracing verhält sich das wie auch in der Realität. Erhöhen wir die Bremsbalance im Auto zum Beispiel von 55 auf 60%, schieben wir diese weiter nach vorne. Umgekehrt gilt das gleiche. Verringern wir die Bremsbalance zum Beispiel auf 51%, dann bremsen die Hinterreifen etwas mehr ab als zuvor. Wie stelle ich denn nun die Bremsbalance richtig ein? Um dies zu verstehen, schauen wir uns am besten ein paar Beispiele an. Hier seht ihr einen Formel 3 Boliden in iRacing auf dem Nürburgring Grand Prix Kurs. Die folgenden Beispiele können aber 1:1 auch auf ACC, AC, R-Faktor 2 oder sonst jede Simulation angewandt werden. Das Auto hier hat den Brake Bias zu weit vorne. Zu Beginn des Bremsvorgangs scheint noch alles normal zu funktionieren. Aber dann beginnen die Vorderreifen zu blockieren. Das Auto lenkt nicht ein, obwohl der Fahrer am Lenkrad dreht. Es rutscht und rutscht und rutscht. Das ist übrigens Untersteuern, aber dazu später mehr. Blockieren also nur die Vorderreifen, dann sollten wir den Brake Bias verringern, um die Vorderreifen zu entlasten. Kommen wir nun zum nächsten Fahrzeug. Hier ist die Bremsbalance sehr weit nach hinten verstellt worden. Schauen wir uns mal an, was da passiert. Während der Anbremsphase blockieren die Hinterreifen und das Auto wird unkontrollierbar. Schauen wir uns das von außen nochmal an. Wir sehen hier, wie die Hinterreifen sich gar nicht mehr oder nur sehr langsam drehen. Es findet kaum noch eine Verzögerung des Autos an dieser Achse statt. Da ein Reifen in dem Zustand kaum noch Grip aufbaut, bricht das Heck förmlich weg. Der Brake Bias ist ganz klar zu weit hinten, also schnell wieder nach vorne kurbeln. Nun wissen wir, was zu viel und was zu wenig Brake Bias bedeutet. Im dritten Anlauf scheint das alles etwas besser zu laufen. Das Auto bremst schnell ab und man kann ganz normal einlenken, ohne am Apex meilenweit vorbeizurutschen oder den Rennwagen direkt eingeplankt zu haben. Dass das vordere innere Rad ganz leicht blockiert, ist vollkommen okay. Sollte nicht ständig passieren, ist aber auch kein Grund zur Sorge. Ist die Bremsbalance nun im richtigen Fenster, können wir diese weiter verfeinern, um sie an deinen Fahrstil anzupassen. Wir haben ja gerade gesehen, dass ein nach vorne verschobener Brake Bias Untersteuern erzeugt. Zu weit nach hinten ergibt Übersteuern.
Das Heck bricht also weg. Hast du also ein Auto, das zum Beispiel einfach nicht so sehr einlenkt, wie du es gern hättest, dann kannst du Brake-Bias ein bisschen nach hinten schieben. Du bekommst etwas mehr Rotation, was dir gerade beim Einlenken helfen kann. Dies ist vor allem über einen ganzen Stint wichtig. Mit weniger Sprit im Tank ändert sich die Gewichtsverteilung im Fahrzeug und somit auch die Balance. Der Brake-Bias ist ein einfaches Mittel, um dagegen anzusteuern. Keiner ist perfekt. Und das ist auch gut so. Zu diesen Zwecken haben wir im Motorsport auch das ABS. Die Formelautos von gerade eben hatten definitiv kein ABS. Das sorgt nämlich dafür, dass die Reifen gar nicht erst zum Stehen kommen. Das Akronym steht für Anti-Blockiersystem. Ein ABS kommt selten allein, daher gibt es immer viele verschiedene Stufen davon. Diese Einstellung bestimmt, wie früh das ABS einsetzt. Eine sehr aggressive Einstellung öffnet die Bremse schon bei sehr wenig Schlupf. Wenn der Reifen also gerade erst anfängt zu blockieren. Wenn es auf der niedrigsten Stufe ist, lässt es die Reifen etwas länger stehen, bevor Bremsdruck rausgenommen wird. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ob man nicht einfach die maximale Stufe nimmt und fertig mit dem Thema. So einfach ist es dann leider doch nicht. Solltet ihr beim Bremsen ins ABS kommen, bremst das Auto etwas schlechter ab, als es tun würde, wenn ihr eben nicht im ABS wärt. Manchmal macht eine Simulation auch was ganz komisches und heizt im ABS die Reifen auf. Looking at you, iRacing. In ACC zum Beispiel wäre das gar kein Problem. Hämmert einfach die Bremse voll durch. Zur Kurve hin wollt ihr die natürlich wieder lösen. Aber in ACC ist das ABS so gut, dass ihr davon nur profitiert. Dennoch solltet ihr es auch hier nicht übertreiben. Das Ziel sollte immer noch sein, das ABS nur relativ gering zu nutzen. Welches Setting da man jetzt genau einstellen sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Am besten probiert ihr einfach mal ein paar Stufen aus und schaut, was euch am besten gefällt. Hier gilt die Devise, so wenig Eingriff wie möglich, aber trotzdem so viel wie nötig. Ein ABS, was mehr eingreift, schont die Reifen, kann aber etwas langsame Rundenzeiten mit sich bringen. Mit einem guten Mittelweg macht man meistens nichts falsch. Du kannst dir auf jeden Fall merken, dass du weniger ABS benötigst, je mehr Grip die Strecke hat. Wenn es regnet, solltest du das ABS deutlich aggressiver einstellen als im Trockenen. Und hier noch eine kleine Warnung. Nicht immer ist 1 die geringste und 10 die maximale Einstellung. Das ist in jedem Auto und in jeder Sim unterschiedlich. Am besten immer mal kurz sich in der Sim umschauen, ob das nicht irgendwo steht. Die Traktionskontrolle ist das Gegenstück zum ABS. Bekommt man also durchdrehende Reifen, reduziert das TC die Motorleistung für einen kurzen Moment, bis die Reifen wieder Grip haben. Wie genau das technisch funktioniert, variiert von Auto zu Auto etwas. Im Simracing ist das aber meistens irrelevant. Das ist auch in jeder Simulation ähnlich programmiert. Wichtig ist zu wissen, dass man eben weniger Power hat, wenn es eingreift. Daher willst du so wenig wie möglich das TC aktivieren. Bei trockenen Bedingungen mit viel Gummi auf der Strecke kannst du es meist auf eine sehr geringe Stufe stellen. Umso weniger Haftung der Reifen bietet, sei es durch Reifenverschleiß, Regen, falsche Reifendrücke oder sonstiges, musst du die Traktionskontrolle etwas aggressiver, also höher einstellen. Du verlierst zwar immer noch Leistung, aber das ist besser, als mit durchdrehenden Reifen aus einer Kurve zu driften. Die Traktionskontrolle kann natürlich auch genutzt werden, um das Auto an euren Fahrstil anzupassen. Ein TC, das viel eingreift, sorgt für ein stabiles Auto, das aber etwas weniger rotiert. Daher gut, wenn du das Gefühl hast, dass sich das Auto ständig wegdrehen möchte, sobald du aufs Gas gehst. Funktioniert logischerweise in die andere Richtung genauso. Weniger TC-Eingriff gibt dir mehr Rotation und wenn du es richtig ausnutzen kannst, auch etwas schnellere Rundenzeiten. In manchen Autos wird das TC noch in zwei verschiedene Einstellungen unterteilt. Da gibt es das TC Slip und TC Gain, manchmal auch TC1 und TC2 genannt. In ACC wirst du es quasi nie finden, in iRacing hingegen schon öfters, beispielsweise beim Dallara LMP2 oder den GTEs. Mit dem TC Slip kannst du einstellen, ab wann das TC einsetzen soll, wie sehr die Hinterreifen durchdrehen dürfen, bevor Leistung weggenommen wird. Das TC Gain oder TC2 beschreibt dann, wie viel Leistung weggenommen wird. Diese beiden Einstellungen sind sehr fahrerabhängig. Beispielsweise ein TC, was sehr spät eingreift, aber dann viel Leistung wegnimmt, lässt dem Fahrer erstmal viel Freiraum, greift dann aber sehr stark ein, wenn man es mal übertrieben hat. Auch hier kannst du dir einmal ein paar Runden im Training Zeit nehmen und etwas rumprobieren. Den Effekt merkt man mal mehr, mal weniger stark, je nach Fahrzeug und Strecke. Was nehmen wir also heute mit? Jedes Setup ist ein Kompromiss. Es muss eurem Fahrstil entsprechen, der Brake-Bias muss so justiert sein, dass weder die eine noch die andere Achse blockiert und das ABS sowie die Traktionskontrolle sind sehr hilfreich, wenn man sie richtig eingestellt hat.
In den nächsten Episoden beschäftigen wir uns unter anderem mit der Gewichtsverlagerung, dem Reifen, Telemetrie und vielem mehr. Abonniert also den Kanal und folgt uns auf den verlinkten Social Media Kanälen. Mein Name ist Florian Denzler und wir sehen uns im nächsten Video.